Hallöchen Popöchen, wie geht's, wie steht's? Heute ein weiteres Zigarren-Review von mir. Und zwar haben wir die Gurkha Marquesa Toro vor uns liegen. Im Prinzip frisch von der Indotabak auf meinem Tisch. Wurde zwar 2018 in Amerika schon vorgestellt, aber hier bei uns zulande halt erst seit der Indotabak. Der Gurkha-Chef bezeichnet sie auch ein bisschen als kubanesk. Ja, sieht halt ein bisschen schlichter aus für Gurkha-Verhältnisse von der Anilla her. Würde ich jetzt mal behaupten, oder ein bisschen klassischer, ein bisschen Retro-Look-mäßig. Sieht aber echt gut aus so. Ist halt die Toro und kostet 9,90 €. Hat eine Länge von 15,24 cm, Durchmesser 2,14 cm, was im Ringmaß von 54 entspricht. Das Deckblatt ist aus Indonesien, Sumatra-Deckblatt. Und das Umblatt aus Nicaragua und jetzt auch die Einlage aus Esteli, Nicaragua. Und auch Ometepe, das ist ja die vulkanische Insel da in Nicaragua, wo der Tabak ein bisschen schwieriger anzubauen ist und ja, deswegen die Zigarren eigentlich ein Tick teurer dann sind, meistens mit Ometepe-Tabak, und aber auch ein bisschen würziger sind auf jeden Fall. Bin ich sehr gespannt auf die Zigarre. Es ist nicht meine erste Gurkha, ich hatte schon eine Gurkha so einfach so mal nebenher geraucht, die war okay, für den Preis meiner Meinung nach nichts Besonderes. Aber da gibt es ja genug Kontroversen um Gurkha, vor allem was die Preisgeschichten angeht. Also der Chef von Gurkha ist ja ein Inder und der wollte ja damals in den 80ern, Ende 80er, seinen Geschäftskunden halt Zigarren anbieten, hat er auch gemacht. Aber das war halt damals immer so diese Standard 7 $ Zigarren irgendwie und Standard Anilla, Standard Zigarrenbox und so weiter. Und das wollte er halt auf jeden Fall komplett ändern. Also er wollte halt dann eben exklusive Verpackungen und Anillas und Zigarrenboxen anbieten und den Preis einfach verdoppeln. Also er wollte halt einfach den Leuten das Gefühl geben, hey, ihr habt was Exklusives, das kann nur ich euch bieten. Und ja, das hält sich ja bis heute noch. Also er hat ja teilweise so krasse Zigarrenboxen, auch vom Aussehen her sehr viel Geld kosten und auch die Zigarren, die Blends, die er teilweise halt kreiert, sind ganz, ganz alte Tabake, da wo er so ein bisschen noch herholt, aber dadurch halt, dass er halt nur noch so eine gewisse Menge herkriegt. Zwar erstens teuer ist dann die Zigarre, zweitens gibt es die halt dann auch nicht so oft, weil er halt dann einfach so kleine Mengen halt einfach nur anbieten kann, was weiß ich, 10 Kisten sage ich jetzt einfach mal, oder wie auch immer, im Vergleich zu anderen Geschichten. Und das ist halt ein bisschen kontrovers, wie kriegt er die Tabake dann noch her? Stimmt es auch wirklich und ist es der Preis dann gerechtfertigt? Das sind so ein bisschen die Kontroversen. Manche sagen, die Zigarren schmecken zu 80% komplett gleich. Egal was da drauf steht, ob es jetzt 12 Jahre alter Tabak ist oder 15 und so weiter und so fort. Ja, die Preisgeschichte bei Gurkha ist ein bisschen undurchsichtig. Und die Linien entstehen halt eben, die ganz vielen Linien entstehen halt eben dadurch, dass es halt echt noch zu heiß zumindest da einen Haufen Tabak herkriegt, hier ein kleiner Haufen Tabak noch herkriegt und dann reicht es halt für 10 Kistle. Und dann ist die Zigarre halt teurer und dann gibt es die halt auch nicht mehr und dann lässt es sich halt immer coole, extravagante Verpackungen einfallen. Ist ja gut, ich meine, wenn es Kunden gibt, die das genauso wollen und so abkaufen, dann ist es doch wunderbar. Aber für mich muss die Zigarre einfach schmecken jetzt. Aber für 99, denke ich, da macht man nichts groß falsch. Sieht zumindest ordentlich aus. Kalt Geruch machen wir direkt. Und hat so ein was Toastiges, aber was Salziges auch. Was Würziges vom Kaltgeruch her. Und auch vom Kaltzug jetzt auch. Was leicht Salziges, Würziges. Ansonsten eher heuig, holzig. Und so ein bisschen jetzt im Nachhinein in der Nase kommt der Pfeffer auch schon durch. Also ja, doch. Hat was. Hat Charakter auf jeden Fall jetzt schon gleich am Anfang. Ich mache sie an und berichte, wie sie ist. Ja, warum Gurkha
die Soldaten in Nepal damals, ich glaube Nepal hieß damals Gorkha, und die Soldaten in Nepal, die hießen halt einfach dann Gurkhas. Machen wir sie mal an. Die Gurkha Marquesa. Ich weiß jetzt nicht, Marquesa ist glaube ich einfach nur ein spanischer Vorname. Aber bringt ja alles nichts. Die Zigarre muss ja schmecken. Sehr schöner blauer Rauch, auf alle Fälle. Aber hat schon Gegenzug. Auf alle Fälle. Kaffee schießt ein, Nuss schießt ein und so ein bisschen Gewürz. Lecker. Zigarre schmeckt und wie gesagt, dieser Ome Tepe Tabak, den schmeckt man auf jeden Fall raus. Dieses würzige, leicht curryartige, safranartige, irgendwie so in der Richtung, das schmeckt man auf alle Fälle raus. Super Abbrand auch. Ja, aber recht mild. Also cremig nicht wirklich, hat eine Tendenz in die süße Richtung, zwar durch die Nuss, aber ist schon eher Leder auf den Lippen, also eher trockener. Bin jetzt hier bei der Schutzhütte angekommen im Wald. Ja, also richtig lecker. Probiert auf jeden Fall die Zigarre. Dieses würzige, curryartige, ich sag jetzt einfach Curry, also es ist natürlich nicht Curry, aber Safran, dieses Gewürz von der Ome Tepe Insel, das schmeckt man auf jeden Fall raus. Das ist jetzt glaube ich schon die vierte Zigarre mit dem Ome Tepe Tabak und ist einfach sehr sympathisch. Auf jeden Fall eine mittelstarke Zigarre. Abbrand super, wie ihr seht, Asche schön fest, Qualität stimmt auf jeden Fall, 1A. Und jetzt kommt so ein bisschen Zedernholz, also es wird ein bisschen trockener, holziger. Aber immer wieder so ein bisschen Nuss auf alle Fälle auch mit dabei. Wir sind jetzt bei einer Dreiviertelstunde angekommen. Geschmacklich, aromatisch tut sich auf jeden Fall was. Und zwar holziger plus Erde kommt jetzt hinzu. Also es wird jetzt ein bisschen robuster, rauer, trockener, ledriger. So ein Tick. Was Süßes hatte ich vorher ein paar Mal. Und wie gesagt, dieses Ometepe-Gewürz. Ja, also jetzt nach einer Stunde merkt man auf alle Fälle den Tabak im Schädel, definitiv. Und die Erde kommt jetzt doch deutlicher durch, auf alle Fälle. Und ging jetzt auch einmal aus. Das ist ja bei mir oft so, dass wenn die Erde richtig durchschlägt, dann geht sie auch einmal kurz aus. Ja, also wie gesagt, trockener, ein bisschen erdiger, auf alle Fälle, da tut sich geschmacklich auf jeden Fall ein bisschen was. So, jetzt sind wir bei 90 Minuten. Ich denke, dass man die knapp 2 Stunden auf jeden Fall hinbekommt, von der Rauchdauer her. Die Erde dominiert, wie gesagt, aber nicht zu krass. Und dieses Ometepe-Gewürz auf jeden Fall ist auf jeden Fall auch da. Und ja, schmeckt. Also für mich ist es halt sehr sympathisch, diese Ometepe-Geschichte. Für mich schmeckt sie. Qualität stimmt, Preis stimmt, sieht gut aus. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber hat halt auf jeden Fall von Anfang an den eigenen Charakter so ein bisschen. Deswegen kriegt sie von mir jetzt auch eine 5 von 5.
probiert sie auf jeden Fall mal aus. Bis zum nächsten Mal.